Hey Leute, so nachdem ich knapp 3 Jahre lang meine M400 benutzt habe und die immer mehr kurz vorm Auseinanderfallen war, dachte ich mir, es ist Zeit für was Neues. Mal schnell geschaut bei Polar, was es so Neues gab und nach reichlich Recherche stand fest, ja, es wird eine Vantage M. Bestellt, ausgepackt, eingerichtet und los ging's. Am Anfang war ich noch skeptisch, ob mir die runde Form gefällt, weil ich hatte mir an die M400 gewöhnt, aber die runde gefällt mir jetzt deutlich besser. Was mir sehr gut gefällt im Gegensatz zur M400 sind die Bänder, sind sehr angenehm zu tragen, leicht dehnbar und durch den Standard kann man diese tauschen. Ich hatte mich trotzdem für das blaue Band entschieden, hat mir einfach am besten gefallen. Und am meisten hatte mich der Pulsmesser am Handgelenk beeindruckt, weil der tadellos funktioniert. Sehr genau, kann eingestellt werden, ob er permanent misst oder nur nachts. Ich habe mich nur für die Nacht entschieden. So, kommen wir mal zu den wichtigen Teilen, die Trainingsmodis. Es gibt Laufen, Radsport, Wandern, Core-Training, wirklich alles, was man braucht. Das GPS-Signal ist eigentlich immer stabil gewesen, selbst in tiefen Wäldern keine Abbrüche gehabt. Die Menüs, ja, während des Trainings leicht zu bedienen und alles selbsterklärend. Polar eben. Nach dem Training synchronisiere ich meistens mit der Polar Flow App am Handy. Geht schnell und zeigt mir alle wichtigen Daten spontan an. Am PC geht es natürlich auch und ist halt noch um einiges detaillierter. Und wenn man das möchte, kann man auch einen Trainingsplan erstellen zum Abnehmen oder man bereitet sich auf einen Halbmarathon vor. Schlaftracking kann mit der Uhr auch gemacht werden. Und ich muss sagen, die Schlafqualität spiegelt wirklich das immer wieder, was mir die Uhr auch sagt. Was mir am meisten an der Uhr gefällt, ist die Akkulaufzeit. Als Beispiel 4 Stunden Training mit Pulsmessung, dauerhaften GPS hat knapp 30% Akkuverbrauch. Das ist ein deutliches Plus zur M400. Also wer also länger wie 2 Tage mal wandern ist und hat keine Möglichkeit zum Laden, ja, der kann beruhigt wandern gehen. So, mal Worte zum Fazit. Also ich komme von der M400. Ist auf alle Fälle ein deutliches Update davon, weil Akkulaufzeit ist deutlich besser. GPS-Signal ist me mega stabil, mit der hatte ich immer ein paar Abbrüche gehabt im Wald, also wo viele Bäume waren und so. Habe ich mit der noch nicht einmal gehabt. Die Pulsmessung am Handgelenk finde ich halt sehr praktisch, wenn ich mal einen Pulscode vergessen habe, was ziemlich oft bei mir vorkommt. Und wenn ich dann unten bin und dann denke ich mir so, Gott verdammt. Ja, dann mach ich es einfach über ein Handgelenk, geht dann hoch. Ja, aber Pi mal Daumen für 250 Euro, eine Mega-Uhr und alleine die Programme dazu, das Polar Flow oder das Tagebuch und man kann alles einreichen, die Daten, ist sehr, sehr sinnvoll. Also 100% kann man kaufen.